Nein, bei uns ist schön. Andere kommen zu uns, weil es bei uns so schön ist. Und das kann man schon genießen. Im Leben passiert alles, das ist alles eine Entwicklung, sage ich immer. Also es ist nie irgendwie so die Rede gewesen, wir planen einen therapeutischen, pädagogischen Bauernhof, sondern durch das, dass ich im Grundberuf Kindergärtnerin war, habe ich dann gleich mal angefangen mit Schule am Bauernhof, nachdem der David auf der Welt war, und habe durch meine Kontakte im Kindergarten da gleich mal eigentlich viele Kindergartengruppen gehabt, die zu uns gekommen sind. Und das ist gut angenommen worden und es ist immer mehr geworden. Und dann hat halt eins das andere ergeben. Dann habe ich mir gedacht, naja, Waldpädagogik, das kommt mir auch dazu passen. Unser Wald grenzt an den Hof. Wir können direkt vom Hof weg im Wald gehen. Und dann habe ich mir zufällig gelesen über den ÖKL-Lehrgang tiergestützte Intervention. Und ich dachte, naja, das passt mir eigentlich auch ganz gut dazu. Und habe die Ausbildung gemacht. Und in der Zeit haben wir auch immer mehr und mehr die Apartments optimiert und ausgebaut und verschönert. Ja, das ist ganz was Besonderes, was da passiert. Ich kann es oft selber schwer beschreiben. Die Tiere werden von mir trainiert, das schon, die sind natürlich auf das geschult. Aber zwischen Kinder und Tier passiert eine Schwingung, die wir Menschen, sage ich mal so profan, wir Erwachsenen nicht beschreiben können und nicht spüren können. Die Kinder sind da noch so sensibel und so feinfühlig und auch die Tiere, dass man oft denkt, Wahnsinn, was da passiert. Also da ist irgendwo eine Ebene, wo man das Kind erreicht und wo das Kind auch die Möglichkeit hat, gemeinsam mit mir etwas zu üben und gemeinsam mit dem Tier zu üben. Und ich gebe oft dann Anleitungen und sage, schau einmal, das Tier reagiert so und so drauf. Ich glaube, der Verhalten passt da nicht. Oder schau, das hast du gut gemacht. Also fange ich ganz gerne bei den Stärken an. Mein Ziel ist immer Stärken, Stärken und nicht Schwächen hervorheben. Also das ist immer mein Ansatz. Wir fangen immer da an, wo das Kind gut ist. Und da schwingt irgendwas. Das kann man mit Worten schwer beschreiben, Das ist oft so, dass mir das wieder fragt und ich sage, ich kann es nicht genau sagen, weil da passiert irgendwas Wunderbares einfach.